Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute in dem Rahmen zum Thema Open Source was erzählen darf. Und ja, nochmal kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Anita Graser. Ich bin Forscherin am AIT im Mobility-Bereich. Aber ehrenamtlich engagiere ich mich eben in Open Source-Projekten. Und bevor ich jetzt anfange, da groß zu erzählen, würde mich natürlich einmal interessieren, wie viele da im Raum auch aktiv in Open Source-Projekten beteiligt sind. Und deswegen ein bisschen nachvollziehen können, wahrscheinlich, wovon ich jetzt erzählen werde. Kurz mal die Hand heben, nur dass ich ein Gefühl dafür kriege. Okay, so Drittel ungefähr. Passt. Und wer kennt jetzt konkret das QGIS-Projekt eigentlich? Wer kennt QGIS? Wer hat das schon mal verwendet? Okay, also gar nicht so viele, deswegen sage ich nochmal kurz, worum es da eigentlich geht. Also QGIS ist ein Open Source geografisches Informationssystem. Wer geografisches Informationssystem noch nie gehört hat, einfach Google Maps nur viel, viel besser. Ist die Kurzzusammenfassung, ein Satz. Wer sich mit Open Source oder grundsätzlich Softwareentwicklung auseinandergesetzt hat, kennt wahrscheinlich den Unterschied zwischen Projekten, die man als Kathedrale bezeichnet und solchen, die man als Basar bezeichnet. Und Kathedralen kann man sich so vorstellen, da sitzen die Experten zusammen, entwickeln was und am Schluss, wenn sie fertig sind, wenn sie glücklich sind, dann veröffentlichen sie das. Und das kann jetzt sein mit Source Code oder ohne Source Code, je nachdem, ob das Open Source ist oder ob es ein normales proprietäres Closed Source Projekt ist. Und so funktioniert da einfach der Ablauf. Wenn sie eine neue Version machen, dann machen die das wieder so. Sie entwickeln, bis sie wieder glücklich damit sind und dann veröffentlichen sie ihr fertiges Produkt an die Öffentlichkeit. Im Basar-System, nachdem viele Open-Source-Projekte organisiert sind, funktioniert das anders. Da kann man die ganze Zeit zuschauen, wie die sich quälen und wie sie entwickeln und wie sie versuchen, was Gutes zu machen. Und man kann immer einen Einblick haben in das ganze Projekt. Es gibt Mailinglisten, die offen sind, wo man nachfragen kann, wo man sich austauschen kann zu dem Thema und eben dadurch auch einen besseren Einblick kriegt, auch wenn man vielleicht nicht von Anfang an dabei war oder in der Kerngruppe drinnen ist. Und QGIS ist eben so ein Basar und deswegen der Titel. Die Leute, die da involviert sind, sind jetzt nicht nur so die üblichen Hacker, wie man sie sich vorstellt, die zu Hause im Keller sitzen und nichts anderes machen, als Code zu schreiben, sondern da sind ganz, ganz viele Leute involviert in so ein Projekt. Natürlich gibt es Entwickler, aber ich zeige immer gern diese Folie her, weil da eben ganz viele andere Leute auch noch draufstehen. Was bei großen Open-Source-Projekten, die erfolgreich sein wollen, wirklich wichtig ist, ist zum Beispiel, dass man Übersetzer hat, die in alle möglichen Sprachen übersetzt. Ich glaube, wir sind derzeit bei 30 Sprachen, in die das ganze User-Interface übersetzt ist und knapp 6 oder 7 Sprachen, in die die Dokumentation übersetzt ist. Dann braucht es natürlich Leute, die sich darum kümmern, dass die Infrastruktur rennt, dass die Download-Server verfügbar sind, dass die Mailinglisten laufen und administriert werden, all das. Die Leute, die die Dokumentation schreiben, ganz wichtig, das sind oft andere als die, die den Code entwickeln. Das sind die, die zum Beispiel mit den Tools draußen unterrichten, im akademischen Bereich oder einfach in Schulungen für Firmen. Dann gibt es die Leute, die sich darum kümmern, dass die Abläufe funktionieren, die Fragen beantworten von Usern. Das habe ich jetzt einmal der Community Manager zusammengefasst. Designer, die schauen, dass die Webseite halbwegs ausschaut und nicht so dieses typische, ich hack mir schnell eine HTML-Seite zusammen. Und natürlich sind auch die Nutzer wichtig in einem Open-Source-Projekt. Wenn ihr nicht involviert seid, dann möchte ich das besonders betonen, weil viele Entwickler in einem Open-Source-Projekt sind nicht notwendigerweise auch Nutzer von dieser Software. Das heißt, die kriegen von sich allein oft gar nicht mit, wenn irgendwas nicht ideal verläuft, wenn irgendeine Funktion nicht so funktioniert, wie sie idealerweise funktionieren soll. Deswegen ist Feedback von den Nutzern so wichtig in diesem Zusammenhang. Und natürlich, last but not least, sind die ganzen Sponsoren und Spender, die ermöglichen, dass man viele von den Sachen tun, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Und ganz unten habe ich noch das Project Steering Committee hingegeben. Ich bin Teil vom Project Steering Committee von QGIS und wir haben die glorreiche Aufgabe, uns um die besonders spannenden Sachen zu kümmern, wie dass die Rechnungen für die Server bezahlt werden, dass wir ein Trademark registrieren, damit uns keiner von hinten mit dem Hackebeil ins Kreuz und diverse andere super spannende Sachen, auf die ich jetzt noch näher eingehen werde.
Neben diesem ganzen Community gibt es natürlich auch noch die kommerzielle Seite von erfolgreichen Open-Source-Projekten. Deswegen habe ich da jetzt die Firmen drauf aufgezeichnet, die kommerziellen Support für unsere Software, für uns Kugels anbieten. Das heißt, die verdienen auch wirklich Geld damit und die sind auch genauso wichtig wie die Community. Und wir versuchen das auszubalancieren, damit keine von diesen Interessensgruppen eben die Überhand gewinnt. Grundsätzlich sage ich immer gern, was wir haben, ist keine Demokratie, es ist eine Duocracy. Wer nur quatscht, wird überhaupt nichts bewegen in einem Open-Source-Projekt. Es wird nur das erledigt, was irgendwer auch tut. Wenn niemand hergeht und sagt, okay, ich mache das jetzt, dann passiert es auch nicht. Man kann so lange quatschen, wie man will, das ändert nichts daran. Wo kann das funktionieren? Es gibt da verschiedenste Beschreibungen, zum Beispiel die an vom CommunityWiki.org. Es ist halt wichtig, dass der Einzelne, der sich da jetzt beteiligt und der was leisten will, kein zu großes Risiko eingehen muss. Zum Beispiel irgendwelche Klagen auf sich einprasseln sieht, dann funktioniert das schon wieder weniger gut. Es soll kein Druck von oben sein, es soll reichlich Arbeitsvorrat geben, das ist meistens kein Problem. Genügend Anerkennung für die Leistungen kriegen und es muss eben eine gute Kultur herrschen, wo man auch sich auch was beitragen möchte. Damit, mit dieser kurzen Einleitung, möchte ich auch zu den vier Herausforderungen kommen, über die ich heute reden will, die Open-Source-Projekte, vor allem erfolgreiche, die dann sehr schnell wachsen, denen sie gegenüberstehen. Und das erste ist die Projektfinanzierung. Open-Source-Projekte haben zwei Probleme mit Geld. Das erste Problem ist, wenn sie keins haben. Und das zweite Problem ist, wenn sie eines haben. Als QGIS 2002 gegründet worden ist, gab es natürlich kein Geld. Das war ein Typ, der saß wirklich in Alaska, vielleicht auch in seiner Garage, man erzählt es sich so, und hat beschlossen, er fängt es einfach einmal damit an. Dementsprechend war überhaupt kein Geld involviert. Und nach sind halt einzelne Personen hinzugekommen, die auch ehrenamtlich an dem gearbeitet haben. Und dann funktioniert, hat das wie ein Schneeballsystem eigentlich gewirkt. Es kommen immer mehr Leute dazu und zu einem gewissen Punkt ist dann nicht mehr alles ehrenamtlich, sondern dann fangen Firmen an, die mit diesem Tool ihr Geld verdienen, auch ihre Entwickler daran arbeiten zu lassen. Und es gibt dann die ersten Endnutzer, die keine eigenen Entwickler haben, die dann eben Entwickler beauftragen, da etwas weiterzumachen. Aber das Projekt an sich, dieser Kern, hat da immer noch kein Budget, weil die Gelder fließen zwischen den Anwendern und den Developern direkt, ohne dass das Projekt an sich einen Einfluss hat. Das heißt, das Projekt kann wenig steuern. Es hat zum Beispiel keine Möglichkeiten zu sagen, wir wissen, die User reporten Bugs, wir haben so eine Liste Bugs, aber wir können nicht steuern, dass jetzt auch wirklich ein Developer hergeht und die fixt, weil wir haben ja kein Geld. Wir können nur sagen, bitte liebe Entwickler, schaut auch einmal auf die Bugliste und fixt was. Das geht natürlich nur eine Zeit lang gut. Ne? Ich habe schon gesagt, 2002 hat es angefangen, 2009 gab es dann die 1.0-Version und da wurden es halt immer mehr User und immer mehr Entwickler, die dazu gestoßen sind und da hat man sich dann wirklich überlegt, was können wir machen, damit das besser wird, wir müssen irgendwoher Geld auftreiben. Und wie man in der Grafik, glaube ich, recht gut sieht, ab 2013, 2014, da war die 2.0-Version, da hat es dann wirklich angefangen gut zu funktionieren. Man hat mehr Sponsoren aufgetrieben und seitdem geht es steil bergauf. Das ist einmal die absolute Anzahl von Sponsoren, die wir jetzt haben, irgendwo so bei den 40. Und mittlerweile ist das Projektbudget 2016 bei rund 90.000 Euro gelegen. Damit kann man dann schon mal was anfangen. Das heißt, jetzt sind wir erfolgreich, jetzt gehen die Probleme erst richtig los. Bis am Anfang war ja alles sehr familiär. Das heißt, man konnte immer, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, irgendwas zu entscheiden war, konnte man einfach fragen, alle Entwickler und konnte dann Konsens finden, weil das war relativ schnell erledigt, die 10 Leute hat man bald einmal benannt. Wenn das jetzt aber tausende Leute sind, kann man keine Entscheidungen mehr treffen. Das heißt, die Frage ist, wie organisiere ich jetzt das Entscheidungen treffen? Und überhaupt, wie verwalte ich jetzt diese Menge an Leuten und auch das Geld im weiteren Sinn? Dazu haben wir uns
inspirieren lassen von der Kugis User Gruppe, die schon einige Jahre vorher gegründet worden ist, und haben beschlossen, wir gründen einen Verein in der Schweiz. Schweizer Verein kommt immer gut. Aber grundsätzlich war das daraus motiviert, dass einfach viele von den Project Steering Committee Mitgliedern aus der Schweiz waren und die schon Erfahrung gehabt haben mit der Gründung eines Vereins dort. Deswegen haben wir gesagt, ja, Schweiz machen wir wieder. Die Alternativen wären gewesen, Südafrika wollte irgendwie keiner. In Amerika wollten wir es auch nicht machen. Jetzt ist es in Schweiz und damit haben wir das erste Mal eine juristische Person, die so Sachen machen kann, wie ein Konto eröffnen, die Trademark besitzen kann, die Domains kaufen kann. Früher ist das einfach alles auf irgendjemanden in der Community gelaufen. Die Trademark war angemeldet bei einem Project Steering Committee Mitglied. Die Gelder sind von der Schweizer Usergruppe verwaltet worden. Und ja, zu einem gewissen Zeitpunkt geht es einfach nicht mehr so um. Und außerdem ist es natürlich auch gut, etliche haben ja offizielle Ansprechpersonen für Sponsoren und für sonstige Leute zu haben. Und ich habe schon gesagt, wir hatten auch das Problem mit Entscheidungen treffen. Natürlich kann man sagen, das Project Steering Committee entscheidet alles, aber das war uns irgendwann dann einmal zu heiß, weil das Project Steering Committee ist irgendwann 2003, 2004 sind die ersten Mitglieder hinzugekommen, dann sind ein paar mehr gewählt worden und seitdem waren die eigentlich immer so eingesetzt und niemand hat sie beschwert. Aber um diese Menge an Leuten jetzt allen eine Stimme zu geben, haben wir uns überlegt, wir machen gewählte Vertreter von den verschiedenen Gruppen. Und zwar war es uns wichtig, dass sowohl die Nutzer eine Vertretung haben als auch die Entwickler, weil die haben durchaus manchmal auch unterschiedliche Interessen. Und deswegen hat man diese Möglichkeit geschaffen, dass jede nationale Nutzergruppe, und von denen haben wir derzeit 14, ihren Vertreter nominiert. Und es gibt da genau die gleiche Anzahl an Vertretern, die von den Entwicklern nominiert werden. Und die haben das Stimmrecht für die wichtigen Entscheidungen. Die haben auch den PSC, das Project Steering Committee, jetzt bestätigt. Und die machen verschiedene andere Entscheidungen. Und natürlich 14-14, da kann es natürlich ein Unentschieden geben, gibt es noch das eine Mitglied von unserer Umbrella Organization, Dachorganisation vom Open Source for Geospatial Consortium, das ist der Tiebreaker, falls er notwendig sein sollte, bis jetzt glücklicherweise nicht der Fall gewesen. Und was ich auch noch sagen wollte, die Usergruppen haben eine zweite ganz gute Rolle. Und zwar haben wir öfter das Problem gehabt, man hat viele User, die ein neues Feature haben wollen und die dafür auch zahlen wollen, aber keiner halt den gesamten Betrag. Jetzt müssten sich die irgendwie organisieren, damit sie gemeinsam das beauftragen, Vertrag machen, bestellen. Und weil das immer kompliziert war, die wollten natürlich, dass das Projekt das macht. Aber das Projekt hat keinen Angestellten, der diesen Verwaltungsaufwand da jetzt so nebenbei schupfen könnte. Das heißt, es hat überhaupt keinen Angestellten, aber die Freiwilligen können das nicht nebenbei schupfen. Deswegen ist das jetzt eine gute Möglichkeit in diesen Usergruppen, dass sie das gemeinsam organisieren, wenn sie Features brauchen. Vor allem regional sehr spezielle. Und auf Developer-Seite war die Herausforderung, wenn du von 5 Developern plötzlich auf 50 Developer anwachst, dann können die nicht mehr alle gemeinsam miteinander kommunizieren. Irgendwer wird immer hinten dran sein und was nicht mitkriegen, was aber wichtig gewesen wäre für ihn. Und außerdem hatten wir das Problem, dass es eine Gruppe gibt an Kernentwicklern, die dürfen ihren Code in die Sourcebase einspielen. Das heißt, die dürfen was verändern am Programm selbstständig. Und es gibt die vielen anderen Entwickler, die dieses Recht nicht haben. Die müssen immer durch einen Kernentwickler durch, damit der ihren Code auch hinzufügt, dass der ihn auch committet. Und diese Leute haben auch Kunden. Und diese Kunden wollen natürlich, dass sie ihre Features reingeben. Und die hatten jetzt die Angst, dass sie die Kernentwickler blockieren. Dass sie die Features, die sie ihren Kunden versprochen haben, nicht in der Zeit oder überhaupt nicht reinkriegen in den Code. Und deswegen war die Überlegung, okay, statt dass die jetzt drauf losentwickeln und am Schluss dann den Kernentwicklern einen Riesenhaufen hinstellen und sagen, da, das müsst ihr jetzt freigeben, das muss jetzt rein in den Code, weil wir haben das verkauft, dass es im Vorhinein eben schon einen Prozess gibt, wo man sagt, ich plane dieses und jenes Feature, wird das reingehen, wenn ich das jetzt dem Kunden verspreche? Und das ist jetzt der empfohlene Prozess und mit dem sind alle glücklich.
Und bisher gab es seitdem noch keine großen Probleme mehr. Und damit kommen wir ja schon zum besten Problem, das man natürlich gerne hat, ist, was machen wir jetzt mit dem Geld, das wir haben? Wie geben wir das also am besten aus? Seit längerer Zeit schon haben wir natürlich fixe Budgets für Fehlerbehebungen gemacht. Vor jeder neuen Version gibt es 10.000, 20.000 Euro, damit einige Tage wirklich nur die Fehler behoben werden. Das hat enorm geholfen für die Qualität der Software. Was es jetzt neu gibt, ist ein Grant-Programm. Da haben wir im letzten Jahr das erste Mal 20.000 Euro ausgeschrieben und die Idee ist da, dass sie Entwickler, ob sie jetzt Kernentwickler sind oder nicht, ist egal, mit ihren Ideen melden, was sie für Kugels machen wollen und dann können sie dafür Geld bekommen. Was uns wichtig war dabei, ist, dass es jetzt nicht kannibalisiert das normale kommerzielle Entwickeln von Zusatzfunktionen. Weil das funktioniert eh super. Wenn die Leute irgendwas Nettes, Buntes, was eine neue Darstellungsform entwickelt haben wollen, dann zahlen sie da eh dafür. Wofür keiner gern zahlt, ist irgendwas im Hintergrund besser machen. Zum Beispiel war da jetzt die Überlegung, einen Task Manager zu machen, damit man schauen kann, was das Programm im Hintergrund treibt, warum es gerade hängt und ob das nochmal was wird. Oder grundsätzlich eine Test-Suite einzubauen, damit man Unit-Tests hat für die Software, weil 2002 hat sich darum irgendwie niemand gekümmert. Und das sind lauter so Sachen, für die findet man einfach keinen Kunden, der jetzt sagt, okay, das zahle ich jetzt, weil das ist gut, sondern das ist was unserem Projektbudget jetzt zahlen können. Und natürlich, last but not least, ist es auch ganz wichtig, aus diesen internationalen Projekten mit Entwicklern in Neuseeland, in Australien, in Südafrika, in Alaska und ganz viele Europäer natürlich auch den persönlichen Austausch zu forcieren. Und deswegen machen wir auch regelmäßige Entwicklertreffen, zweimal im Jahr. Da können die Leute auch Reisezuschüsse bei uns beantragen, damit sie auch wirklich kommen können. Und es gibt die jährliche Nutzerkonferenz, wo man eben den Austausch mit der Community auch sucht. Da werden wir dieses Jahr im August in Dänemark sein. Also falls die Hitze Wien wieder einnimmt, Dänemark ist es sicher angenehmer. Und damit möchte ich gern die Diskussions- und Fragerunde eröffnen. Dankeschön. Danke dir. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Okay. Ja, sonst? Okay. Eine ganz simple Frage. Bitte. Wie bist du da hineingeraten? Was hast du falsch oder richtig gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich Geoinformatik studiert und es gibt kommerzielle Software in diesem Bereich, die fängt so bei 15.000 Euro an plus jährliche Wartungsgebühren. In meinem zweiten Praktikum während dem Studium war auf einmal der GIS-Mensch nicht in der Firma und niemand anderer konnte mir sagen, wo denn dieses GIS, diese Software läuft und wie ich sie benutzen kann. Also hat die Suche nach einer Open-Source-Lösung gestartet. Und das war die beste, die ich gefunden habe. Und kurze Zeit darauf war zufällig das Entwicklertreffen auf der BOKU in Wien. Und da habe ich mir gedacht, gehst halt einfach einmal hin und schaust da an, wer diese Verrückten sind. Und seitdem bin ich dabei. Weitere Fragen? Okay, dann danke nochmal. Dankeschön.